Hallihallo, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Letztes Mal haben wir es endlich aus den Abwasserkanälen hier rausgeschafft. Und vom Regen in die Traufe finden wir uns am Eisenbahnfriedhof wieder. Das Erste, was wir machen, wir wollen uns mal ausrasten hier. Und dann wollen wir ganz leicht unsere Materie ändern. Und zwar, wir werden vermehrt wieder auf Gegner treffen, die... Hat gar keine Eis. Wir werden vermehrt auf Gegner treffen, die gegen Glut anfällig sind. Das heißt, wir werden hier beide Male Glut quasi austauschen hier. Also Glut-Amplifikation und tiefer Glut- und Elementaraffinität, aber das funktioniert jetzt gerade nicht, weil eben die Federhandschuhe hier keinen verbundenen Slot hat. Das ist jetzt nicht so wichtig. Also wir haben Elementaraffinität hauptsächlich deswegen mit, damit wir FP drauf sammeln. Ihr könnt, wenn ihr das unbedingt verwenden wollt, natürlich das Ganze mit Cloud tauschen hier, also heilen auf tiefer geben und Wiederbeleben auf tiefer geben, dann könnt ihr mit Cloud etwas mehr Schaden machen. Aber dazu damit nicht genug, wir wollen zuerst mal unsere Waffen upgraden und schauen, ob wir etwas upgraden können, bei tiefer zum Beispiel. Federhandschuhe, wir haben auf Hochton schon gelernt und wir bekommen für tiefer jetzt nicht mal in also näherer Zukunft keine neue Waffe. Das heißt, wir können alles hier ausgeben, ohne irgendwie uns schlecht zu fühlen. Ich schau mal kurz, was ich machen wollte. Material Slots haben wir schon. Angriffsschaden, ATP-Aufladung plus 10%. Genau, das ist hier irgendwo. Genau, da gibt es einen Slot oder eine Fähigkeit, die heißt ATP-Aufladung plus 10%. Beschleunigt die Aufladung der ATP-Leiste bei erfolgreichen Angriffen. Das heißt, normalerweise ist ja die ATP-Leiste so, dass sie sich mit der Zeit selbst fühlt. Wenn man angreift und auch Schaden macht, fühlt sie sich etwas schneller und mit der Fähigkeit fühlt sie sich viel, viel schneller. Also viel, viel. 10% schneller in dem Fall. Es ist jetzt nicht so extrem viel der Unterschied. Ihr könnt auch, wahrscheinlich ist es besser, hier Schockflatterer zu nehmen, weil, wie ist es? Schockflatterer heilt, wenn er gegen einen Schockzustand ist. Und man führt Spezialfähigkeiten aus. Das ist in Tiefers Fall dann eben eine von den Dreiecksfähigkeiten, was wir bei großen Gegnern, also bei Bossgegnern sowieso immer machen wollen. Heilt sich Tiefer dann einen Teil von den Schaden, den sie anrichtet, gleich zurück. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Wir werden jetzt, ich habe in meinem Guide stehen, den ich mir geschrieben habe, zwar ATP-Aufladung plus 10%, aber wir werden jetzt mal Schockflatterer nehmen. Das kann beim nächsten Gegner relativ gut sein. Ich sehe gerade, wir haben einen Punkt zu wenig dafür. Und hier will ich eigentlich nichts mehr machen. Wir können maximal Schnelligkeit plus 7, aber das ist jetzt im normalen Modus. Es gibt später eine Waffe, die viel mehr Schnelligkeit gibt. Das heißt, insofern, wir lassen das einfach mal tiefer. Und Cloud und Aerith haben auch nicht genug Waffenpunkte, um ihre aktuellen Hauptwaffen abzugraden. Und die anderen Waffen sind einfach schlechter, weil sie weniger Slots haben. Bei Cloud können wir kurz im Panzerschwert nachschauen, ob wir noch einen Bonus Material Slot bekommen können hier. Einen weiteren. Weil dann zahlt sich das vielleicht hier aus. Das sind schon alle. Wir könnten trotzdem eben das Panzerschwert nehmen und hier mal physische Attacke plus 16. Dann haben wir sicher auch relativ viel Angriff hier. Und schauen wir mal, wie viel haben wir dann. Dann haben wir 59 gegenüber 89. Ist schon ein großer Unterschied. Ja, es zahlt sich wahrscheinlich nicht aus. Wir werden wahrscheinlich bei der Hartklinge bleiben jetzt mal. Uns fehlt quasi ein Slot, ein Material Slot. Aber ja, es macht wahrscheinlich nicht so extrem viel Unterschied. Wir werden das Panzerschwert trotzdem noch weiter upgraden. Und zwar schauen wir uns kurz mal an, was wir da machen können. Magische Attacke ist ganz gut, glaube ich. Die anderen Fähigkeiten sind eher für den Hard-Modus dann. ATP-Maximum brauchen wir nicht. In dem Fall würde ich wahrscheinlich darauf spekulieren, hier magische Attacke zu verwenden. Also magische Attacke plus 16, das würde das Panzerschwert schon etwas besser machen. Wir werden es auch gleich ausrüsten jetzt. Machen wir das einfach. Wir machen dann zwar etwas weniger Schaden, aber haben einen weiteren Slot frei und können dann noch eine Material mitnehmen. Und da werden wir gleich nehmen. Es mangelt eh nicht an Auswahl hier. Wollen wir ein UK Nagashi, aber das wollen wir eigentlich bei Tifa mitgeben. Irgendwas, wir können Behandeln hier hergeben und geben das an das Ukinagashi hier tiefer dann. Warum genau, werden wir dann in den kommenden Kämpfen eh gleich sehen. Wir werden die Materials sowieso nochmal umstellen. Später dann, wir bekommen für Aerith
relativ bald eine neue Waffe. Und später da, spätestens dann. So, was ist? Wieso dreht er sich da um? Egal. Und spätestens dann ist es Zeit, wieder über eine andere Material-Verteilung nachzudenken. Sector 7 should be just past that large maintenance facility over there. I vote we stay in the light so we can see where we're going. Dark, dark everywhere. That it? Oh, apropos, genau, was ich noch machen wollte ist, ich schau mal, bei Tifa haben wir natürlich unsere die Federhandschuhe schon aus mit quasi fertig gelernt. Wir könnten die Überschallfäuste nehmen. Die haben weniger Angriff. Wir könnten bei ihr versuchen, die Schlagringe zu modifizieren. Und schauen, ob wir dann einen Material Slot bekommen, weil dann sind die wahrscheinlich besser hier. Das schaut ganz gut aus. Ah, ich sehe schon. Haha. So, dann haben wir hier 4 Material Slots, die wir auch haben wollen. Und die ersten 2 sind sogar verlinkt, das heißt, das ist ganz gut. Dann schauen wir physische Attacke plus 10. Ja, dann machen wir hier weiter. Die Schlagringe sind natürlich dafür da, so viel physische Attacke wie möglich bereitzustellen. Das heißt, hier werden wir die restlichen 2x4 Punkte reinpumpen. 4 jeweils plus 4. Und nochmal plus 4. Dann haben wir 96 Angriffskraft bei den Schlagringen gegenüber 76. Und die ersten 2 Slots sind verbunden, das heißt, wir werden das bei Tiefer gleich machen hier. Schlagringe mitnehmen. Zurück. Und jetzt Schlagringe und natürlich alles mitnehmen. Sehr gut. Und das macht natürlich schon einiges aus. Also. It's deserted and kind of creepy. People don't come around here often. And not just because of the monsters, but because of the stories. What kind? Everyone seems to think that the train graveyard is haunted. Those who lose their way out there in the dark of night will never, ever find their way back home again. Is that right? I mean, it's not like I think it's true or anything, but you know, it's just... Then let's hurry. It's just something people say. Okay, und hier, ein Großteil des Eisenbahnfriedhofs besteht darin, dass wir durch diese komischen Waggone hier durch müssen. Und zuerst gibt's hier einen Kampf gegen, wie heißen sie? Gegen diese Wehrratten. Wenn wir gleich mal schauen, wie das mit Tifa geht hier. Und wir wollen deswegen mit ihr... Hoppla. Aber wir wollen deswegen mit ihr Okinagashi verwenden. Wir können kleine Gegner dann quasi in der Luft jonglieren. Man hat es bei den Wehrratten gerade gesehen. Okinagashi, wenn man R1 drückt und dann Viereck im Kampf, dann weicht man aus und verteidigt gleichzeitig. Das ist super toll. Hat vor allem da auch den Vorteil, dass man weniger Schaden nimmt und Schaden austeilt gleichzeitig. Und hat bei Tifa auch den Vorteil, dass keine Gegner in die Luft geschleudert werden. Das heißt, man kann die dann mit weiteren Angriffen immer in der Luft halten und die Gegner können dann gar nicht zurückangreifen. Also, das ist sehr gut. Hier gibt es einen Waggon, wo man durchgehen kann. Das sollte man auch machen, denn hier hinten gibt es eine versteckte Kiste. Und zwar die versprochene neue Waffe für Aerith, den Mithril-Stab. Die wollen wir sofort upgraden, sofort ausrüsten und so schnell wie möglich lernen. Moment. Ja, Waffenmods, genau. Aerith, Mithril-Stab. Der Grund dafür ist, dass wir nach diesem Gebiet hier wenig Zugriff auf Aerith haben werden. Und wenn wir sie das nächste Mal sehen, kriegt sie schon wieder eine neue Waffe. Also es geht hier mit Aerith dann Schlag auf Schlag. Also. Zuerst mal natürlich die 2... Material Slots freischalten. Der zweite ist nicht extrem wichtig, weil der ist nur der verbundene, also die Verbindung zwischen den ersten beiden Material Slots. Aber das kann man auch verwenden. Also in dem Fall kann man dann eben Elementar plus Amplifikation verwenden, sonst könnte man es nicht. Schauen wir mal kurz, was ich sonst noch. Genau. Magische Attacke plus 5 und magische Attacke plus 6 sind die zwei, die wir noch ausrüsten wollen, freischalten wollen. Hier haben wir einmal plus 6. Ein zweites Mal plus 6. Das ist magische Abwehr. Ist auch mal da, magische Abwehr plus 6. Ah. Ich habe mir da 2x5 aufgeschrieben, weil die kosten 10. Ah. Und die kosten 14. Dann nehmen wir den 6er hier. Oder nehmen wir einen 5er. Ist egal.
So, und jetzt wollen wir den gleich ausrüsten. Ach. Der hat leider einen Slot weniger, glaube ich. Ja, der hat einen Slot weniger. Das heißt, wir müssen eine Material loswerden. Und da werden wir momentan los. Die Barriere. Keine Sorge, wir holen uns die wieder für den nächsten Bosskampf auf jeden Fall. Aber ganz wichtig, die Waffe hier nicht vergessen und jetzt auch sehr stark versuchen zu fokussieren darauf, die Fähigkeit von der Waffe zu lernen. Das ist nämlich der Strahl der Vergeltung. Der macht Schaden, kostet 2 ATB-Einheiten, also so gut, so schlecht. Aber wenn man geschockter Gegner damit trifft, dann steigert sich die Schockprozent währenddessen. Und das kann man natürlich in Verbindung mit Tiefer dann dazu verwenden, um Gegner in irrsinnige Levels von Schockprozent zu versetzen. Oh, Moment, da sind da noch Kisten gewesen. Und das heißt, man kann diese Schockprozent auf 300% oder auf 350% steigern. Und wenn man dann mit anderen Charakteren Fähigkeiten auslöst, die Schaden machen, dann haut es nämlich so richtig rein. So, da gibt es noch, also hier haben wir gegen die Wehrratten gekämpft gerade vorher und da geht es eigentlich weiter hier mit dieser Leiter. Dann geht es wieder runter. Da gibt es die ersten 9 Gegner wieder. Aber zuerst gibt es hier mal Kisten. Oder auch nicht. Who you gonna call? Oh, keine Geister. Gut, das sind neue Gegner. Greifkäfer. Wir schauen uns gleich an, was die können. Und zwar sind das ganz normale Monster, würde ich mal sagen. Die haben keine großen Spezialfähigkeiten, sind einfach nur Monster, sind anfällig gegen Eis und das war's schon. Also. Und weil wir mit Aria versuchen wollen, irgendwie die Fähigkeit zu lernen, versuchen wir jetzt 2 ATB-Balken aufzubauen, um irgendwen damit zu treffen. Ist egal, ob der Gegner jetzt schon. Wie heißt's? Ob der Gegner in dem Fall im Schockzustand ist oder nicht. Aber alleine das Auslösen bringt uns natürlich schon die Fähigkeit. Also die Möglichkeit, die Fähigkeit zu lernen. Das heißt, das wollen wir auch machen. Au. Wir stecken da relativ viel Schaden ein, das macht jetzt allerdings nichts. Also. Solange wir den Greifkäfer, also den Strahl zweimal anwenden können. Er sieht wahnsinnig cool aus übrigens. Wirklich? Keine Kinder? Bist du dir sicher, dass du nichts hörst hier? Genau, und jetzt haben wir beim Mietzustab schon 20%, was ganz gut ist. So, hier weitergehen. Der Rest von, tun wir mal heilen hier, glaube ich. Der Rest des Eisenbahnfriedhofs, oder zumindest bis zum Teil, wo wir dann in die Waggonhalle kommen, ist relativ linear, würde ich sagen. Es gibt hier keine groben Abzweigungen mehr. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Und hier gibt es eine schöne Szene, das ist quasi ein versteckter Ladescreen hier natürlich, aber man sieht durch die offenen Fenster. Oh, was war das? Also sie haben diese engen Passagen, die ja eigentlich nichts anderes sind als getarnte Ladescreens, hier wirklich kreativ dafür verwendet, um etwas von der nächsten, vom nächsten Gebiet schon quasi vorher herzuzeigen und quasi die Spannung da etwas aufzubauen hier. Wow. Ist das fluoreszierendes Graffiti? No turning back. Okay, hier kommen einige Greifkäfer wieder. Genauso wie vorher. Versuchen 2 ATB aufzubauen. Also Greifkäfer und Wehrratten in dem Fall. Strahlvergeltung. Wen wir da angreifen, ist jetzt egal. Leider ist es so extrem wichtig hier den Strahl der Vergeltung zu lernen, dass man es eigentlich nicht quasi skippen kann hier. Hier gibt es noch eine versteckte Kiste, aber das ist kein Problem, wenn ihr die verpasst.
Wrong way! Da gibt es nämlich nur einen Guild. Quasi als Köder aufgestellt von den Graffiti-Kids hier. Graffiti-Kids ist übrigens ein super Begriff hier. Okay. Dann geht's hier wieder runter. Und manche Leitern sind natürlich hier abgesäbelt, damit man nicht zurückklettern kann. Wie gesagt, man kann sich hier nicht wirklich großartig verlaufen. Wenn ihr irgendwie in die Petrouille kommen solltet, dann in der Regel ist es so, dass Cloud hier meistens ein oder zwei ATP schon frei haben sollte. Das heißt, er kann zwischendurch mal heilen, wenn es irgendwie brenzlig wird. So, nehmen wir mal den hier. Nein! Nein! Wirklich zwei ATP verschwendet? Was ist denn da los? Wenn wir mit Cloud mal heilen hier. Also das Problem ist, dass diese Anwendung von dem Strahlvergeltung jetzt auch gar nicht gilt. Das heißt, solange die Fähigkeit dann abgebrochen wird. Au. So, jetzt aber. Wenn die Fähigkeit abgebrochen wird, dann zählt sie nicht als aktiviert. Und. Ja, genauso wie jetzt hier. Also, das ist irgendwie super nicht viel gerade. Hat Kraut jetzt geheilt oder nicht? Ich habe ja Heilung ausgelöst, oder? Ja. So, jetzt ist aber genug hier. Ja, also manchmal geht das auch geringfügig in die Hose, würde ich sagen. Das heißt, das mit dem Waffenlernen ist nicht immer ganz so einfach. Speziell, wenn man es zu Zeitpunkten macht, wo man es eigentlich nicht machen sollte. Weil eigentlich ist Strahl der Vergeltung dafür da, um bei Bossen viel Schaden zu machen. Und man lernt es quasi, indem man es auf Bosse anwendet. Aber wir wollen das natürlich etwas vorhaben. So, zwischen diesen Waggonen gibt es noch eine versteckte Materie. Und zwar ist das, glaube ich, MP-Up? TP-Up, also TP-Boost in dem Fall. Die zweite oder dritte sogar, ich weiß gar nicht mehr. Das ist die zweite. Also okay. Wir rüsten sie jetzt noch nicht aus, später dann, wenn wir wieder mit Barrett unterwegs sind. Genau. Nein, das stimmt gar nicht. In meinem Guide steht, wir sollen sie gegen Behandeln austauschen. Das haben wir jetzt bei Cloud. Allerdings werden wir das auch machen. Es wäre natürlich gut, wenn wir das bei Tifa ausrüsten würden. Das heißt, wir werden hier wieder etwas tauschen und zwar... wir werden Meister der Gegenstände auf Cloud geben. Es macht jetzt nicht so extrem viel Unterschied, ob er das hat oder Tifa. Bei Tifa ist es nur deswegen relativ gut, weil sie quasi gar nicht zaubern kann oder nicht zaubern sollte. Und Cloud und Aerith schon die Möglichkeit haben, ganz gute Zauber rauszulassen. Deswegen ist Meister der Gegenstände für Tifa etwas besser aufgehoben, aber wir verwenden es quasi im Kampf sehr selten Gegenstände, das heißt, es macht jetzt nicht den größten Unterschied. Und die TP Plus bei Tifa ist natürlich etwas besser aufgehoben, weil sie deutlich weniger HP hat. Also, weniger HP als Cloud natürlich. You okay? Oh, all good, I think. Still in one piece here too. Guys? Geistergraffiti. Seriously? Come on, huh? Okay. Well, that's inviting. Okay. Ich meine, es ist Graffiti. Das einfach so erscheint, wie von Geisterhand, und sagt, wir sollen ihm nachgehen. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Bevor wir hier allerdings diese große Tür anschauen, gibt es hier hinten noch eine ganze Reihe von... China-Kisten, die wir auch gekonnt zerhacken wollen. Okay. Wow! Das ist so hell, das blendet sogar. Well, what do you think? I'm game.
Huh? But it'll be fine. We've got a bodyguard, don't forget. Mine. Right? Ghosts aren't my thing. Oh. You're just being modest. After you. Mind letting me go then? Einer der wirklich guten Szenen im Spiel. Weil wenn man hier raus... Man muss hier quasi losbrechen von den beiden, um reingehen zu können. Also das sind die Szenen, für die sich das Spiel extrem lohnt. Hey, da war ein Kind, oder? Und da ist wieder dieses Irrlicht von vorher. Sind das die Irrlichter aus Warcraft 3? Sind wir in Kalimdor? Oh, nein, natürlich nicht. Found you. Okay. Hey, can we talk? Just for a bit? Oh, what? Oh, das ist keiner von den niedlichen Geistern, sondern ein normaler Geist. Müssen wir auch mal analysieren hier, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Und währenddessen gleich versuchen, ATP aufzubauen mit Aerith. Wirksam ist natürlich in dem Fall Feuer und leicht resistent ist Eis. Sind sie gegen Eis? Sie sind immun gegen Schlaf und gegen... Was ist das? Verlangsamen? Nein, das ist... Was ist das? Stopp! Sind immun gegen Stopp. Hup, Moment. Wollte gar nicht wechseln hier. Nach physischen Treffern wirkt der Geist Schild und nach magischen Treffern Reflekt. Verwende Magieattacken, wenn er sich mit dem Schild schützt, und physische Attacken, wenn er sich mit dem Reflekt schützt. Ziemlich einfach eigentlich. Der Clou ist, für Aerith. Bei Aerith ist das so, ihre Angriffe zählen quasi als Magieangriffe. Das heißt, ab jetzt sind ihre Angriffe wirkungslos und wir müssen mit Cloud und Tifa angreifen. Solange bis er eben Reflekt macht. Also bis er eben Reflekt aus ist. Wenn wir sehen, ist es einfach wirkungslos. Wir können wir können versuchen, hier einen Stahl der Vergeltung zu machen. Ich glaube, selbst wenn er keinen Schaden macht, zählt es trotzdem jetzt. Ich glaube, er hätte nur müssen treffen. Okay, wir versuchen nochmal hier zwei ATP aufzuladen. Ja, wir werden hier getroffen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wir können mit Cloud kurz gegenheilen. Wir können theoretisch auch den Geist heilen. Das hat den Vorteil, dass er natürlich Schaden nimmt dadurch. Weil er ist ein Geist. Oh, da ist der andere freundliche Geist. Hey, lass ihn in Ruhe. That thing's dangerous. I know, but even so. What the? Das sieht ja nicht sehr freundlich aus. Schwarze Wolke. Oh oh. Also ich würde jetzt da mal ausweichen, ne? Run! You okay? Yeah. Thanks, Cloud. You saved us. Na, da wird's nicht mehr weitergehen, glaube ich. Gonna need to find another way through. Okay, und wo wir hier in der Bahnhofshalle oder in der... Oh! Ah, da kommen noch Gegner! Oh, wir wollen tiefer Aerith verwenden, um hier unseren Strahl zu lernen. Strahl, und wir wollen den gleich auf den hier machen, ist ziemlich egal. So, it's my turn?
Diesmal hat es funktioniert. Okay. Oh, und Jack ist gestiegen, das ist auch ganz gut. Ja. Also jetzt. Es lässt sich leider sehr, sehr einfach unterbrechen bei dem Strahl. Und dann zählt das halt nicht. Wir schauen kurz mal nach, wie viel wir noch brauchen würden. Bei Aerith. Aber wir brauchen nur mehr zweimal anwenden und dann passt das schon. Das geht sich auf jeden Fall aus. Sogar vor dem nächsten Boss. Aber was der nächste Boss ist, ob wir hier jemals aus dieser tollen Waggonhalle wieder rauskommen und was uns am Ende vom Bahnhofsfriedhof erwartet, das sehen wir nächstes Mal. Let's play Final Fantasy VII Remake. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.